Hallöchen! Hallo! Moin! Ja, erklärt mal jemand, was wir genau in diesem Part vorhaben. Wir wollen zum Dungeon auf der linken Seite, zu den Laserpistolen schießenden Vögelviechern. Gedönstes. Ja, dann machen wir das doch, ne? Die Trobi macht sich jetzt erstmal noch eine Rüstung, dann ist er nämlich ein bisschen besser gepanzert. Da war ja was. So, ja, alle zu fressen, alle zu healen, Bandagen, alles dabei. Warte mal, ich crafte mir mal Bandagen, da habt ihr recht. Die können wir gut gebrauchen, die Dinge. Bandagen habe ich 13 Stück. Sonst noch jemand welche? Weil ich hab. Ich hab noch genug. Und da hat irgendjemand wilde Pokémon angelockt. Ja, ich mach mal reichlich, dann kriegt jeder ein bisschen was. Ein paar Bandagen wären nice, ja. Ich mach noch ein bisschen fressen. Okay. Hetropi hat sich was gebaut, dann bin ich jetzt mit F der Nächste in der Rangordnung. Kann ich da was draus machen? Ich kann mir Schuhe bauen, das mache ich auch. Alter, geh aus meinem Wagen raus, oder was? Das ist, das ist mein Wagen. Aus deinem Wagen? Wo bist du? Das wo bist ist du, mein. Hier rechts neben dem Haus. Ah, warte mal, ich komm mal. Ich werfe dir dann jetzt die. Wir petten deinen Wagen, ah, der Zivilsamer. Wo ist eigentlich das ganze Leder hingekommen? Da. Dankeschön. So. Ich habe hier noch 4 Leder im Inventar, die habe ich in die Erztruhe gelegt. Okay. Als nächstes wäre dann der Gaming-Dude dran, wenn Foto mal. Genau, der ist dann als nächstes mit dem Equipment dran. Sobald wieder Kupfer da ist, ist er als erstes dran. Ja, dann lassen wir erstmal ein bisschen Erz sammeln. Ne, wir gehen jetzt alle zum Dungeon, das hatten wir jetzt ausgemacht. Genau. Ja. Also schnappt euch eure Waffen, schnappt euch eure Bögen. Wir ich gehen los. Ich schon mal vor, ich leck sowieso. Okay, wir holen dich schon ein. Genau. Wo lang? Also hier sind 3 Viecher, die könnt ihr töten. Susa, kommst du auch bitte, wir wollen los. Ja, wir können, ja klar. Okay, dann alle Mann folgen. Achso, ich geh links. Ja, links ist der Dungeon. Der letzte macht die Tür zu. Wir haben ja keine Decke vor der Tür und heizen tun wir auch nicht für draußen, also denkt dran. Wir heizen nicht für die Straße, Jungs. Gut, los geht's. Ich hab die Hälfte von euch schon wieder verloren. Kaum einfach nach links. Bei mir her. Ey, was machst du denn, ey? Sam, du bist doch zu langsam, alles okay? Slow Motion hier. Ich seh noch nicht mal, dass ihr da seid. Doch, jetzt sehe ich euch. Okay. Ey, Wahnsinn. Hol all die Bögen raus, dann können wir unterwegs vielleicht noch das eine oder andere Vier legen. Das ist dieser scheiß Regen. Kann man den auf dem Server nicht ausmachen? Bestimmt nicht. Das musst du den Server-Ersteller fragen. Hey, Server-Ersteller, geht das? Ja, vielleicht geht das. Server-Ersteller, das ist diese Firma, bei der ich mit Server gefüllt habe. Füllt die Viecher mit dem Bogen, ne? Oh, ich hab Angst. Sorry, ich musste das gerade mal so. Oh. Alter, ich hab Angst. Ich bin die mit den Slow-Motion. Ja, du hast Matrix-Buff. Ja, das ist ein Blueprint, ein neues. Alter, ich hätte ihn auf. Was hast du gefunden? Hä? Puh, frisst ja kein Damage. Alter, der Vogel hat Dodge-Skills wie sonst was. Alter, ihr seid ja schon alle an mir vorbeigezogen. Schon ewig. Ja. Lol, ich hab nur David gesehen. Ja, wir sind schon alle an die vorbeigezogen. Stell doch mal deine Grafikeinstellung runter. Du kannst uns einen David, Windschatten nutzen weiter hier, runter Sandra. Als runter ach, geht nicht. Dann mach doch mal deinen Taskmanager auf und ich habe sogar meine mach mal deinen Taskmanager. Meine Darstellung des PCs habe ich mach sogar mal geändert. Deinen Taskmanager aus und gib Starbound mehr RAM. Hat er schon. Höchste Priorität. Ja. Sollen wir nicht lieber warten, bis die Sandra jetzt hier... Ja, wir warten hier mal im Häuschen, machen wir ein kleines Päuschen hier. Genau. Holen wir unsere Lunchbrote raus, unsere Pausenbrote. Alter. Wir machen im Häuschen, Päuschen. Hausparty! Der Meister der Reime, ey. Da ist Disco-Hitropi da oben. Ey. Utz. Pass auf, da oben ist ein Papagei. Okay, recht. Papagei? Papagei mit Muscheln. Es wird schon wieder dunkel, ich mach mir hier drin Licht schon mal. Komm, wir geben hier der Sandra Signale, hier sind wir! Ah, das ist ja. Ich weiß, wo ihr seid, ich kenne mich schon aus und so. Oh Mann, ey. Das muss ja ziemlich übel sein hier. Blackwing, holst du auch auf? Alter. Ey, ich bin fast down gegangen. Wer war das? Leute, hört auf euch gegenseitig umzubringen, das machen die Viecher dann schon genug. Alter, wie geil war das? So, wir ziehen weiter. Ich weiß, wer es war. Wird kalt übrigens. Wer war das? Wer so dreckig lacht, das kann nur einer sein. Ja. Oh, der Herr Kach. Hat irgendjemand einen Campfire mitgenommen? Ich hab die Hackeln. Ja, ich hab eins. Gut, das heben wir uns auf. Bäume. Ihr geht Bäume. Bäume? Holz. Oh, ging da. Ach, du willst hier Pokémon? Wir haben noch keine Pokebälle gecraftet, oder? Nein. Alter, doch, ich hab ein paar dabei. Ding in der Atem. Pack dir mal den Bogen aus, please. Ja, mit dem Bogen ist es besser. Oh, so da ist er gestorben. Power. Nein! Leute, steht ja recht, Junge.
Alter. An euren Dodging Skills müsst ihr noch arbeiten. Ich hab gar nicht gestehen, dass ich wenig HP hab. Du holst ja schon wieder auf. Brauchst ja einfach nur Strike durchzurennen. Oh, oh, oh. Weg, weg. Nicht weg. Ach, der nächste mit dem. Oh, Mann, ey, alle Noobs. Wir müssen Sandra ein bisschen beschützen, Leute. Yeah, Slow Motion hüpft. Boah, ich bin abgerutscht. Ich bin gleich wieder. Oh, warte mal, die Sandra wird angegriffen. Jetzt komm mal zurück hier. Was? Wo werde ich angegriffen? Ich bin hier angefurzt von diesem Typen. Ja, du wärst von Monster gerade angegriffen hinten. Echt? Das haben wir auch gar nicht gecheckt. So. Ich bin gleich. Ich hüpf weiter und fress meine Bandagen. Genau. Ey, guck mal, ich mach dir. Wenn du willst. Yeah. Wenn du das baust. Oh, ich bin gleich down. Sandra leckt durch die Gegend und wir müssen hier Pokémon abwehren. Sandra leckt die Gegend. Wer frisst hier die ganze Zeit? Wenn du ganz viele hintereinander frisst, bringt das nichts, der Kachen. Du musst warten, bis die Wirkung abklingt. Und dann noch eins essen. Ja, du musst warten, bis die Wirkung abklingt. Achso, das habe ich am Anfang auch gedacht. Da habe ich 50 Stück von denen gefressen. Ja, 50 Stück fressen gehielt für eins. Nein, hält es nicht. Na ja, gut, wir machen jetzt mal wegen Erz jetzt nicht halt. Wir gehen direkt weiter straight zum Dungeon. Hört man mich nicht oder warum lässt man mich nicht ausreden, wenn ich mal ab und zu rede? Entschuldigung. Okay, ja, nochmal. Oh. Nee, passt schon. Schon okay. Du hast im Taskmanager nicht die höchste Priorität erreicht. Deswegen lässt man dich nicht ausreden. Bogen-Sniping Action. Alter, was sind das für Dinger? You kill Swoop Fighter. Ich will nicht sagen, aber ich finde das ein bisschen arm, wenn wir hier mit Bogen auf die Wehre schießen. Na, die haben Laserguns, wir sind im Nachteil. Alter, mir wird langsam trotzdem. Oh, ich bin schon wieder gleich down. Ja, warte mal, ich setz mal Lagerfeuer hier. Boah, scheiß drauf, die Räume im Bogen zu töten. Ja. Ich hab's gleich geschafft. Ja. Was ist denn da oben? Hier oben? Alter, ist das eine geile Butter. Ich will den Thron. Achtung, da oben sind Feinde. Oh. Ah. Stirbvogel! Stirbvogel! Oh, hier oben sind noch mehr Gegner. Gut, dass du eine Treppe gemacht hast. Oh Gott, es wird kalt, Leute. Lagerfeuer bitte irgendwo. Ich komme. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Ganz unten, komm. Ganz unten? Mhm. Ich hab schon wieder. Alter, ich eis hier gleich ein. Ja, da kommt einer runter. Komm zum Affen. Mit euch los. Wir machen uns hier mal ein bisschen kuschelig. Oh, wie weit seid ihr gelaufen? Wo ist der Affe? Wir sind nur ganz unten gesprungen, direkt am Eingang liegt was. Wo ist der Vogel? Würde ich ja sagen. Der Blackwing wird hier unten angegriffen. Geschafft. Boah. Erstmal aufwärmen. Jo, wärm dich mal auf. Hingelegt. Du dreist. Ist oben irgendwas Interessantes? Ich bin noch nicht ganz nach oben gekommen, da war ein Haufen Gegner. Ah, der unsichtbare Treppenbauer macht wieder seine Arbeit. Hier sind zwei so grüne und ein so ein lila, ne? Oh, ein Thron. Jetzt müssen wir uns ein bisschen hier überlegt. Oh, fuck. Oh. Nur Deko-Scheiße. Bin schon unterwegs. Also, ihr seid oben. Ist runtergeschmissen. Moment, ich glaube, die eine da ist freundlich. Warte, lass aber den Lilan nicht angreifen. Oh! Gott, so viel Dreck in meinem Haus. Jetzt ist aufgepasst. Wollt ihr mal sehen, was meine Waffe kann? Hey, seid ihr oben? Zeig mal. Toll. Ja, wir sind ganz oben, aber hier oben ist nichts. Ich brauche eine Waffe. Na komm, vielleicht stirbt sie ja noch. Eine, warte mal. Ab jetzt bist du nicht mehr Hydropi, sondern König Triton. Ey. Alter, nee, ne? Wer war so bescheuert? Guck doch mal, da. Da ist sie gestorben, die Arme. Wer macht denn sowas? Guck mal da, da ist ein wildes Zubat. Alter. Ohne Scheiß. Wirklich Scheiß mit Tier. Hinas, ey, wirklich. Heute ist echt schön mit euch, ne? Wem hat das hier gestört? Eieiei. Warte mal, der Tempel sieht aus wie ein Penis. Wie ein Penis? Ach, das ist nur ein Phallus-Symbol. Oh, Alter. Wer wollte jetzt so eine Waffe haben? Wir hatten hier den Boden so komisch gebaut. Wer ist ich? Ja. Ich bin Gaming-Dude. Blackwing, ist eine dumme Idee, Fleck zu bauen, wo wir noch runter wollen. Hier, warte. Da. Oh, warte mal. Wollt mir nicht hoch? Ich hab die Waffe nicht. Wir waren schon ganz oben, wir sind schon durch. Na, scheiße. Gut, Thomas, du hast die Waffe geklaut. Was hab ich für eine Waffe geklaut? Ja. Ich hab gar nichts gelootet. Kein Ding. Ich hab gar nichts. Doch, das ist so ein Hammer gewesen, den du gelootet hast. Ja, ich hab echt gar nichts momentan, deshalb. Ah, doch, da, Moment. Na, da ist es automatisch gegangen. Hier. Ich schmeiß es rechts hin. Ja. Moment. Oh, es wird hier schon wieder kalt.
Jetzt pisst euch doch nicht mehr an. Ladet euch auf und dann ist gut. Jo. Alter, die macht ja mal mega Damage im Gegensatz zu meinem billigen... Wie macht die? So. Ich hab nicht drauf geachtet. War das jetzt der Dungeon oder kommt da noch mehr? 19 oder so. Ja, anscheinend war es. 19 ist ordentlich, ja. Na gut, dann müssen wir die Zeit laufen trotzdem noch ein bisschen zusammen rum. Ja. 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 Lass mal versuchen, guck mal, da ist Kohle. Hey, da, Kohle. Kohle? Ja, ja, mach dir mal Schergen. Ich bewache die Lage hier. Du hast einen Mob. Hm? Das ist ein Hammer, das sieht nur aus wie ein Mob. Das ist mein Königszepter. Komm, wir graben uns hier mal ein bisschen zusammen runter. Ich habe nämlich genug Fackeln für eine kleine Dungeon Explorer Tour dabei. Ja. Alles klärchen. Na ja, gut. Wollen wir nicht lieber versuchen, irgendwie den Planeten auch Spaß zu machen oder die so? Oh, sieht, das ist ja schon. Bevor wir jetzt die nächsten Stollen anfangen. Funktioniert das? Was denn? Ja. Den Planeten zu umrunden. Ja, funktioniert. Das funktioniert, ja, man kommt ja immer noch auf der anderen Seite raus. Okay. Alter, ich bin gleich tot. Wie es halt so ist, wenn ein Planet rum ist. Hat jemand Bandagen? Ja, irgendwie schon. Hat jemand Bandagen für mich? Ja, ich hab Bandagen dabei, Moment. Warte, ich teile es gerade auf, dann machen wir gerade 50-50 mit meiner Ration. Ich hätte noch Kreissägen dabei. Wer braucht denn die Dinger? Hier, Blackwing. Ich. Da, wo wir alle eben so liebevoll reingejumpt sind in diese Dinger. Ja, genau. Das ist. Wer knarzen da? Ich weiß nicht. Oder? Sandras Mick vielleicht wieder. Hört sich so an. Ja. Sandra. Ja, das ist Kristallflamme. Ja, lass einfach mal die Mikro schnell richten. Oh, es wird schon wieder so richtig kalt. Ja klar, immer wird es kalt auf dem Planeten. Ja, aber warum ist das bei uns auf dem Planeten nicht so? Aber irgendwie, wenn ich mich nicht zu dieser Fackel stelle, dann lädt sich dieser Temperaturbalken auch nicht auf. Ja, du brauchst einen Campfire, Fackel lädt das nicht auf. Ja, du brauchst ungefähr drei Torches. Denk doch mal ein bisschen nach. Ein Campfire ist halt ein bisschen, macht halt mehr Wärme als eine einzige Fackel. Wenn man da vielleicht drei Fackeln oder vier Fackeln hat, dann könnte man eventuell, ne? Gleich rausbekommen. Du kannst mal sagen, drei Fackeln ist ein Campfire. Ungefähr. Jetzt geht's voran. Ja, jetzt geht's voll ab. Wie viel hast du jetzt hingetan? Drei. Ja, siehst du mal. Im Ernst, kann die Truppe unter Wasser atmen hier? Das nee, keine ganz normal. Wäre aber cool, wenn du das könntest. Ich meine, da hast du das Volk dazu, ne? Ja, das wäre super, aber... So ein Volk-Bonus wäre ganz cool. Das kommt erst in der späteren Beta-Phase, glaube ich, von dem Spiel. Ja, habe ich irgendwo gelesen in irgendeiner Seite. Wäre richtig geil. Oh, ist das kalt! Dann soll er angeblich, die Vögel sollen angeblich irgendwie gleiten können und sowas alles. Angeblich. Aha. Angeblich. Angeblich, dann ist es hier nirgendwo ein Kämpfer, ich werde da frieren. Passiert. Ja, eben. Jeder so wird verdienen. Fahr zur Hölle, mein Freund. Oh, hier ist Kohle oder sowas. Ich werde sterben. Kohle, mein Freund. So sieht Kohle aus. Oh, es funktioniert gut, es funktioniert. Ich mag Kohle. Alter, guck mal, wie der sich hier einlegt. Er friert übrigens auch, deswegen, ich komm mal. Hallo. Hi. Vertumon, du bist auf dem Planeten geflogen, ne? Wie groß sah denn die Kugel aus? War das eine größere oder ein etwas kleinere? Eine kleinere. Ich ziehe jetzt auf den kleineren, der kleine grüne neben dem großen weißen. Gut. Dann sollte hier kein Problem sein, den Saftplan zu umrunden. Ah, komm, dann gehen wir mal zurück in die Oberfläche und rumpen das Ding mal. Ja, wäre mal am besten. Vielleicht finden wir ja was Interessantes. Warum? Kennen denn zu Hause, sagt man so schön. Okay. Wenn wir ein bisschen länger sind, ist es ganz cool zu wissen, wie groß unser Umfang ist. Also mein Umfang ist nicht so groß. Also 30 Inches, ne? Oh Mann, dass das wieder kommt, war klar. Umfang. Umfang. Gute Nacht, du. Okay, dann Linksmarsch. Kann mal einer eine Fackel irgendwo hinsetzen? Ich erfriere neben. Wo bist du eigentlich gerade? Unter dir? Oh, ich hab leider keine Fackel mehr. Moment, ich stell dir ein paar Fackeln auf. Zack. Hier. Da hinten stehen doch welche. Spring hoch, genau. Einfach dazwischen setzen. Ich mal das Holz ein, was ich hier gerade fälle. Ja. Ey, fang den Baum auf! Oh, da ist wieder so ein Ungeheuer. Ich glaube, ich habe einen Splitter. Ich habe Angst. Ich habe einen Splitter. Ah, fuck, direkt. Jo, ich könnte mal hinterher. Jo, doppelt mal hinterher. Oh, fuck. Hat's auch nicht abgesehen. Hast du jetzt so eine Kupferrüstung gemacht, oder was? Nicht alle. Nee, ich habe keine. Nee, weil so eine Rüstung kostet schon irgendwas um die 25 Kupferbarren, ne? Okay. Darum sage ich halt, es ist gut, wenn wir das ein bisschen nach System angehen, damit nicht kreuz und quer gecraftet wird. Oh, ja. Es wird Tag. Wunderbar. Oh, es wird Tag, wunderschön. Oh. Das freut mich.
bin entzückt. Vogel. Wurz. Guck mal da, Blumen. Was, Wurz? Hurz. Kennst du nicht Hurz von Habe Kerkeling? Alter, das sieht ihm gar nichts ab. Nee. Hurz. You make no damage. Hurz. You make Pima damage. Alter, was los? Oder wie war das? Irgendwas mit der Wolf, das Lamm, Hurz oder so? Mag jemand mal ganz kurz eine Fackel zu mir stellen? Oh, verdammt, bin tot. Oh. Weil ich erfriere gleich. Echt? Ist doch Tag. Ja, wie schaffst du das? Ja, warte mal, die Wärme kommt jetzt so langsam. Wissenschaft macht's möglich. wer friert? Ich friere, aber jetzt geht's wieder hoch. So, bevor ich euch jetzt nachrenne, ich laufe einfach mal in die andere Richtung, versuche ich mal entgegenzukommen. Ist doch kürzer für dich. Ah. Alter, was sind das für lila Dinger? Die sind richtig nervig, oder? Teletubbies sind das. Ja, die furzen mir immer. Ihr macht das schon. Ich genau. Bin weg. Die Hucke voll. Fleisch, 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 Fleisch. Oh, was kommt das denn hier für ein Alien an? Ein Schlag und das war's. Schau, ich kriege schon irgendwie zu sehen. Vielleicht finden wir ja gerade auch einen Boss, wenn wir schon mit dem Planeten umrunden. Alter, willst du mich creepen hier? Verrecke, Alter. Ich glaube, es ist auch mal nach rechts. Ich finde euch ja. Ach, ich glaube, wir haben den Planeten umrandet. Nein, ihr habt uns noch nicht getroffen. Nein, ich glaube auch ihn noch nicht. Nee, noch umrandet? Nee, ihr definitiv noch nicht. Aber ich kann. Aber hier sind schon Fackeln. Ja, die sind von mir. Ach so. Du. Aber ich komme schon auf ein Blumenfeld. Heißt, ich komme vielleicht bald schon entgegen. Deine Reben haben sie sind gewachsen. Schön. Das hätte ich jetzt gar nicht erwartet, dass das wächst. Hätte das sein können, falls du nicht magic. Leben. Tage sind vergangen, es ist wärmer und kälter geworden, David. Natürlich sind sie gewachsen. Was hast du denn gedacht? Nächstes Mal draufpingeln, dann wachsen sie noch besser. Sei nicht so zickig hier. Ich bin nicht zickig, ich bin sarkastisch. Ja, irgend sowas, ne? Irgendwie sowas. Die Vögel auf dem Planeten sehen echt scheiße aus. Ja, so kleine fliegende Kartoffeln sind das irgendwie. Ja. Ich finde die voll putzig. Oh, Truhe. Es gibt ja auch Leute, die finden Undeads aus World of Warcraft putzig. Was? Die tanzen auch lustig. Okay, noch keine Spur von meinen Leuten hier. Soll ich aber bald begegnen? Alter, jo. Ich grab hier unterwegs mal ein bisschen Kohle aus. Tue dies. Katzentrench wieder durch, oder? Dauert nicht mehr lange und dann haben wir kein Holz mehr. Na gut, dann gehen dann wir halt nur auf den Armplänen rüber und holen uns dort noch ein bisschen Holz. Oh, oder wir uns da doch nicht einfach ganz weit weg. Je nachdem, wie man die abpackt, wahrscheinlich. Na, klasse. Okay. Ja, dann lass die mal ein bisschen weiter oben abhacken, würde ich sagen, oder? Jetzt ist es überhaupt bestätigt, dass die noch mal nah wachsen? Wenn wir aber sehen. Können wir da einfach mal testen. Boah, Alter. Ich weiß, die Ranken, die wachsen nach, wenn man es noch ein paar da lässt. Vielleicht ist es bei Bäumen auch so. Okay. Ich warten. Okay, wenn ihr Bäume seht, dann einfach mal bis zur Mitte einfach nur mal fällen. Könnte sein, weiß ich nicht. Versuch macht klug. Richtig. Dann lernen unsere Zuschauer etwas, wenn das wirklich so ist. Das wäre doch was ganz Neues. Alter, was ist denn das da unten für ein Ding, das sich dreht? Oh. Ja, das könnte eine Überraschung sein oder der Tod. Je nachdem. Geht nicht alle gleichzeitig rein, einer zu Vorhut, einfach rangehen mal. Puh. Soll ich mal? Ich bin mal gespannt, was passiert. Entweder stirbst du oder es ist was Gutes. Nee, er leuchtet. Glow. Genau. Haha, ich bin radioaktiv, ich strahl. Ja. Super. Jetzt hat er Superkräfte bekommen. Oh, ein Haus. Ein paar schöne Einrichtungsgegenstände. Lass mal ein Bett mitnehmen. Okay. Lass mal ein Bett mitnehmen? Wir haben 7 Betten zu Hause. Was willst du mit noch einem Bett? Warte. 7 Betten? Man kann ja nie genug Zwerge haben, ne? Ja, aber leider bin ich auch einer von euch Zwergen. Du bist Schneewittchen, ne? Schneeflittchen. Ja, schön. Schneeflittchen bei den 7 Zwergen. Das säuft sich schon wieder. Wir hätten das Bett jetzt mitgenommen. Ich würde einmal. Der Planet ist doch größer als erwartet. Ich hab das nicht entgegengekommen. Darf ich bitte einmal in dein Bettchen schlafen? Nein. Da von mir aus war die Stadt noch drin. Ich kämpfe mich einfach mal durch.
Wow. Alter. So. Eine Horde Gummibärchen greifen uns hier an gerade. Gummibärchen? Mhm. Esst sie auf. Nom 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 nom. Nö. Regeneriert sich da jetzt dein Leben? Doch, ein bisschen. Ah, nicht auf mich. Okay, ich bin auf ein Gebiet mit neuen Bäumen gestoßen. Okay, ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ich fäll den Scheißbaum jetzt mal. Einfach mal bis zur Hälfte. Oh, Gold. Alter, sind hier viele Bäume. Wunderbar. Viele Bäume. Ja, viele Bäume. Pass auf, da ist irgendwo so ein kleines Tal über mit Ranken. Okay. Also Ranken, die richtig wehtun, wenn er drauf tritt. Hä? Autsch. Hab ich, glaube ich, gerade bemerkt. Stacheldraht vor Hammer. Oh, haben wir Streppe schon gespalt mal. Na, siehst du noch kein Pfeil fliegen? Bin ich eigentlich die Einzige, die an Silvester zu Hause bleibt? Nein, ich bleib auch zu Hause. Ich guck mir ein bisschen Feuerwerk an und geh nämlich mir dazu vielleicht ein Schnäpschen. Mal schauen. Klar. Ich glaube, es ist vom PC. Hm. Ah gut, Silvester ist auch nicht mehr das, was es mal war. Nö. Das ist eigentlich nur noch ein Tag mehr, um den Leuten... gehasst. Das ist nur ein Tag mehr, um den Leuten Grund zum Saufen zu geben. Und zum Geld ausgeben für Feuerwerk. Wisst ihr noch, das Silvester 2000? Das war geil. Silvester als kleines Kind, ja. Das war schön. Du kannst nicht alleine zu Hause in der Wohnung bleiben, Sandra. Du musst mit rauskommen. Warum? Ja, wer weiß, was passiert. Es wird 2000. Deine Mutter ist ein bisschen kritisch, kann das sein? In Afrika ist es erst 2005. Wisst ihr das? Echt? Die haben eine andere Zeitrechnung. Bei denen ist es erst 2005. Cool. Die haben den Weltuntergang noch vor sich. So, Zusa, du darfst gerne zuerst. Wir haben laut Zeitrechnung erst 2005 laut eigener Zeitrechnung. Drück ruhig, drück ruhig. Welche denn? Ja, warte, ich versuche mich anzunehmen. Wer fährt zur Hölle? Ah. Wie das zercrashed ist, ey. Oh, ich hab eine Truhe gefunden. Immer wieder schön, sich sowas anzugucken. Eine Steinhacke, ein paar Dulce. Da sagt er nichts mehr, der Hydropi. Hydropi wurde erschlagen. Ruhig. Ich bin einfach ruhig. So, ich habe jetzt unterwegs ein paar Bäume nur bis zu einem bestimmten Punkt abgeholzt. Lass den Stumpf dann einfach in der Erde mal, dann sehen wir ja, ob es wächst. Und? Was ist der Kachen? Ich hab's gesehen. Nee, da war nix. Nichts? Schade. Hallo Sandra, huhu. Oh. Dass man das nicht sehen kann. Wahnsinn. Ah, ich muss euch langsam mal einholen hier. Okay, ich habe ein Haus gefunden. Ah, da. Nee, das. Oh, das ist unser Haus. Oh, das ist ein Pfeil, das sind Pfeile. Na, endlich. Ah. Ey, da ist noch Silber oder sowas. Ihr seid bei unserem Haus, da war ich doch gerade. Oh Gott! Was sind das für Lebensformen? Die sind ja hässlich wie die Nacht! Hast du etwa David getroffen? Ja, euch alle. Ja, was ist das denn hier für ein Flora-Typ? Alter, das Cape, das geht ja mal gar nicht, Alter. Hau rein, Alter. Ey, ich muss... Ey, vielleicht droppt ihr ja was, mal schauen. Ey, es geht irgendwie nicht kaputt. Ey, lass mich in Ruhe! Wo ist das Haus? Leute, ich würde sagen, wir sind schon ein bisschen über der Partzeit, ne? Echt? Ja. Echt? Oh, hi. Würde ich mal sagen, wo sind eigentlich der Rest hier? David pennt? Das Bett geklaut? Oh, ich hab da... ich hab dein Bett genommen. Moment, bekommst du wieder. Oh, da wurde dein PC gerade von einem Vieh genascht. Echt? Scheiße. Ich glaube, das Haus steht jetzt zum Verkauf frei. Der Coup. Warte, ich hab das Bett gar nicht. Ja, ist da kommst du das Teilflämmchen angesprungen. Ah, die kommt angeslandert. Zeitlupe. Irgendjemand fehlt jetzt noch. Ja, ich bin da. Ich zähle nur 6 Köpfe. Alter. Ja, Hydropi. Ja, ich komme. Irgendwie. Ja. Irgendwie, ich hoffe, irgendwann. Nicht im Sinne von ich komme, ne? Was? Ich hoffe, du erscheinst nur. Ich möchte nicht, dass du kommst. Natürlich erscheine ich. Ich kack dem Affen mal auf den Kopf. Hä? Ach, nö! Ja. Du krankes Schwein, Robin! Komm mal rüber hier jetzt. Seid ihr denn? Und geh hier nicht rüber. Verdammt. Geh nicht über los und zieh keine 2000 Pixel ein. Du
du sei sicher. Okay, würde mal sagen, wir beenden ja einfach mit ein paar, bevor wir jetzt noch 5 Minuten auf sonst warten. Ja. Okay, dann tschüss. Hier draußen. Tschüssi. Tschüss.